Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Seid ihr bereit für Weihnachten? Nein, ich bin es auch nicht, denn wir haben heute 30 Grad. Aber trotzdem, hallo. Happy neues Video. Freunde, ich bin voller Freude, ich bin entzückt, ich bin freudig erregt. Ich brauche den Flugmodus, sonst knackt es im Hintergrund. Hi, Freunde. Mensch, schön, euch wiederzusehen. Die anderen Videos waren vorproduziert. Das heißt, es ist das erste Video und vermutlich auch das letzte Video vor der größten Ankündigung überhaupt. Und ich bin da. Ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch. Und viele von euch werden sich wahrscheinlich jetzt an den Kopf fassen, das Handy gegen die Wand werfen und denken, Junge, was ist los mit dir? Ich auch. Glaubt mir, ich auch. Aber, Freunde, ich muss das tun, was gerade gefragt ist. Und das sind Adventskalender. Ich weiß, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber da jetzt die Adventskalender rauskommen, muss ich sie euch ja auch jetzt zeigen, sonst sind sie ausverkauft. Im letzten Jahr habe ich es tatsächlich verpasst, rechtzeitig Videos zu Adventskalendern zu machen, weil ich mir gedacht habe, naja, wir haben ja nur 30 Grad. Dieses Jahr mache ich das Ganze ein bisschen anders und wir fangen mit dem ersten Adventskalender an. Heute von Make-Up Revolution mit, Achtung, 25 Türchen. Ganz famos, ich bin sehr aufgeregt und sehr gespannt, was da drin ist. Wobei, eigentlich steht es ja auch schon drauf und eigentlich wisst ihr ja dann auch, was drin ist. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten und wir haben über Adventskalender-Videos gesprochen. Schreibt mir gerne ein Feedback dazu in die Kommentare. Ich verstehe es nicht so ganz, weil war nicht, glaube ich, also der Sinn eines Adventskalenders war es ja, jeden Tag überrascht zu werden. Mit so einem Video nehme ich die Überraschung ja komplett weg. Aber ich glaube einfach, es geht darum, dass man weiß, lohnt sich das nicht. Wie gesagt, Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, es geht euch gut. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Ihr macht nur einen kleinen Klick, aber für mich ist es ganz, ganz viel. Ihr unterstützt mich damit wirklich sehr. Und vor allen Dingen, vor nächster Woche ist das ein ganz, ganz... Es kommt euch zugute, weil wer zuerst kommt, mal zuerst. Hallo, Freunde, es geht heute um den Make-Up Revolution Adventskalender. Ich habe mir den selber gekauft bei Cosmetic for Less und habe dann eine E-Mail bekommen von Cosmetic for Less. Hey, Mensch, du hättest uns doch eigentlich schreiben können. Also habe ich den Adventskalender so bekommen. Ich habe auch einen Code, Maxim20. Ich meine, der gilt auf diesen Adventskalender. Probiert es einfach aus. Der Adventskalender kostet 59,99 €, 20% günstiger, ne, sind fast 12 Euro weniger. Also ist schon gut und dann ja nochmal 3% Abzug Mehrwertsteuer, also 23% gespart. Ist eine ganz gute Sache. Freunde, ihr seht, ich habe meine Base so halbwegs fertig, denn in diesem Adventskalender sind einige Produkte drin, die wir auch gleich ausprobieren wollen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, damit ihr wirklich seht, sind die Sachen gut, sind die Sachen nicht gut. Und deswegen machen wir das Ganze einfach. Ich zeige ihn euch einmal, er ist verhältnismäßig klein. Also ich erinnere mich an so andere Adventskalender und es werden auch weitere Adventskalender-Videos kommen, denn ich habe noch ein paar bestellt. Ich glaube, wir müssen da jetzt einfach flott sein, damit ihr wisst, lohnt sich das nicht. Ich überlege, ob ich das immer so als Extra-Video mal am Sonntag oder so mache. Schreibt mir dazu auch gerne ein Feedback. Und ja, wir fangen einfach mal an. Das Schöne bei dem Adventskalender ist tatsächlich, hier sind 25 kleine einzelne Boxen mit drin. Liegt daran, dass in Großbritannien, wo Make-Up Revolution herkommt, Boxing Day ist. Und das ist ein zusätzlicher Tag, bei uns der erste Weihnachtsfeiertag, da ist es der Boxing Day und Christmas Eve und Boxing Day und dann am 26. haben die, glaube ich, gar nicht. Ist ähnlich wie bei uns in Italien, da feiern wir auch am 25. erst Weihnachten mit Geschenken. Deswegen gibt es hier noch ein Produkt mit dazu. Finde ich eine gute Sache. Hier steht auch schon drauf, was drin sein soll, aber es steht auch drauf, Produkte dienen nur zur Guidance. Also so, schau mal, das könnte drin sein. Ob das dann drin ist, wir wissen es nicht. Und ich lege das Ganze jetzt einfach mal hin. Wir machen das Ganze ein bisschen schneller, glaube ich, ne? Weil sonst sitzen wir ja noch eine Stunde. Türchen Nummer 1 ist ein kleines. Und das ist ein Liquid Lipstick in einem sehr schönen Nude-Ton. Ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich packe mal mit Nummer 2 aus. So ein bisschen schwierig, was packt man in den Adventskalender rein, damit es wirklich einer Masse an Leuten gut gefällt und gut passt. Und mit so Nude-Tönen oder so ist das eigentlich immer ganz safe.
Ist natürlich die Frage, braucht man jetzt noch einen Newton? Aber die Liquid Lipsticks von Makeup Revolution sind wirklich gut. Alle Produkte, die ich nicht in dem Video benutze, kommen natürlich zu euch in ein Gewinnspiel. Das ist keine Frage. Ich mache das immer so, auch bei PR-Paketen. Alles, was ich nicht in einem Video benutze, geht direkt in... Ich habe mittlerweile 4 Schubladen voll. Und vor Weihnachten, Freunde, es ist zwar noch ein bisschen, aber es wird Weihnachten... Ja, ich glaube, ich kann es schon sagen, wenn wir... mindestens 75.000 Abonnenten haben, wird es jeden Tag ein Gewinnspiel geben, beziehungsweise jeden Tag schreibe ich Leute an, die dann ein Paket bekommen, bis zu Weihnachten. Okay, Päckchen Nummer 2 ist eine, was ist das? Ein Eyebrow Gel, recht klein und vermutlich in durchsichtig, auch nicht schlecht. Wir gehen einfach mal gleich direkt damit durch und ich bürste mir so ein bisschen die Augenbrauen hoch. Ist wahrscheinlich so ein Dupe zu dem Benefit 24-Hour Brow Setter, den ich ja wirklich sehr, sehr gerne mag. Finde ich süß. Ich bin ehrlich mit euch, ich hasse Adventskalender, Beauty-Adventskalender, wo gefühlt 80 Nagellacke drin sind. Ganz ehrlich, dafür gebe ich keine 60 Euro aus für Nagellacke. Ich möchte Make-up haben. Ich möchte die Sachen am selben Tag probieren. Und schreibt mir jetzt bitte gerne mal in die Kommentare. Ich kann leider keine Abstimmfunktion mehr in der Ecke machen. Seid ihr auch Leute, die schon mal vorher gucken, was so drin ist in so einem Päckchen oder so? Ich habe immer vorab die 14 aufgemacht. Ich habe nämlich am 14. Dezember Geburtstag und ich wollte immer vorher wissen, was in der 14 drin ist. Also könnt ihr mir da gerne mal schreiben, wie ihr das gemacht habt. Nummer 3. Was ist das? Ein Liquid Eyeshadow in, ich glaube, ihr könnt es erkennen, das ist so ein Holographic Ton. Ich swatche ihn euch einmal ganz kurz. Okay, Natasha Denona Hu. Das ist so ein das ist ein Metallic. Geil. Okay, das ist krass. Sieht richtig, richtig schön aus. Ich liebe die Farbe. Ist nicht so richtig Duochrome, aber schon so ein bisschen. Mega. In der 4 ist wieder ein kleines Päckchen. Haben wir einen Lippenstift, auch in einem Newton. Finde ich ganz schön, aber den hebe ich für euch auf. Was ich übrigens gut finde, dass der Kalender so aufgebaut ist, dass man... Also man muss schon suchen, aber man fängt von oben an und man sieht jetzt nicht auf einmal hier unten raus und dann bricht alles zusammen. Also das ist schon eine gute Sache. Die 5. Okay, das ist ganz leicht. Hier ist ein Eyeliner drin. In schwarz. Okay. Die 6. Ein Scrunchie. Okay. Ich weiß, dass viele Menschen mit langen Haaren Scrunchies lieben. Well, can't relate, aber süß. Ja, also kann man bestimmt immer mal gebrauchen und ist halt nicht so ein Ding, wo man sagt, so Trash kommt eh in den Müll, so wie beste Adventskalender-Produkte überhaupt. Diese Zehentrenner, kennt ihr die? Diese aus so Schaumstoff oder so, die man sich so zwischen die Zehen steckt, die nur wehtun und damit man sich dann seine Zehen anmalen kann? Nope. Die 7 ist wieder ein Lippenstift, aber eher so in einem Rosenholzton. Also ich zeige ihn euch auch nochmal hier. Der ist so ein bisschen wärmer, kommt so, ja, doch, sieht gut aus. Ja, man muss halt immer gucken, ne? In der 8 ist ein größeres Päckchen. Eine Palette. Wow. Okay, das ist eine Lidschattenpalette mit echt spannenden Tönen. Nicht dieses klassische, dieses, wie heißt das? Diese Warm Tones, also rot, braun und das standardmäßige, sondern wirklich in spannenden lila Farben, eher ein bisschen kühler. Und Shoutout an Makeup Revolution dafür, dass es keine Restpostenpalette ist. Denn ihr seht, dass es wirklich für Weihnachten gemacht wurde, anhand dieser kleinen Sternchen. Ich weiß nicht, ob ihr sie erkennen könnt. Weil oft ist es so, dass Make-up-Firmen Produkte in Adventskalender packen, die sie im Jahr davor nicht abverkauft haben. Und damit die nicht schlecht werden oder damit sie wirklich auch noch an den Mann gebracht werden können, was ja prinzipiell gut ist, packen die meistens Restpostenprodukte in Adventskalender. Ist einfach nur wirtschaftlich klug. Ich finde es immer so ein bisschen assi, weil ich dann den ganzen Trash kriege. Hier haben wir okay, das ist eine spannende Farbe. Das ist ein Blush, den tragen wir jetzt auch direkt gleich mal gemeinsam auf. Das ist nicht so dieser typische Rosé-Rosenholz-Blush, sondern er ist ein bisschen dunkler. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass sie auch inclusive sein wollen, weil es bringt jemand mit dunklerer Haut nichts, einen zarten Koralleton in einen Adventskalender zu packen, den er eh nicht benutzen kann. Deswegen finde ich so einen etwas intensiveren Ton gar nicht schlecht. Beck ist da, aber der Pinsel ist voll. Ich klopfe. Okay, ich klopfe mal gut ab. Es ist eine recht kleine Größe, aber ich finde, bei Blush, da braucht man eh nicht viel. Oh, ist aber eine schöne Farbe. Erinnert mich so ein bisschen an die hier von Bella. Wo ist sie?
in der Peachy-Palette. Ja, nur ein bisschen intensiver halt, ne? Also so vom Unterton schon ähnlich, nur halt ein bisschen dunkler. Schöne Farbe, sehr schöne Farbe. Ich weiß nicht, welche Nummer es war. Wir machen jetzt einfach die Nummer auf. In der 10 ist ein Lipgloss drin in so einer Quetschtube. Hatte neulich jemand, fand das Wort Quetschtube ganz lustig. Aber wie heißt das denn sonst? Quetschtube, oder? Man quetscht das doch. Okay, schöne Farbe, ist ein Gloss. In der 11 ein Eyeliner, ein Eyebrow Pencil in einer, ja, das ist ein Grau. Also damit kann man wirklich vorne, wenn man recht hell ist, ganz fein arbeiten. Wenn man ein bisschen dunklere Augenbrauen hat, glaube ich, ganz süß. Ja, doch, okay. Ist so ein bisschen schwierig immer mit Farben, ne? Aber ich glaube, ihr merkt das Problem. In der 12 haben wir, okay, was ist das? Das ist ein Eyeshadow Primer. Und ganz ehrlich, hatten wir schon mal Eyeshadow Primer in Adventskalendern? Ich glaube nicht. Das ist auch eine Full-Size-Größe. Also bis jetzt war, glaube ich, kein Tester drin, außer vielleicht hier das Eyebrow Gel. Weiß ich aber nicht. Ich kenne mich nicht so mit Revolution aus. Okay, hier kommt nichts raus. Oh, was ist das? Ein Eyebrow Crayon. Also ein durchsichtiges Wachs. Das kann man sich so durch die Augenbrauen geben, damit die Haare so ein bisschen besser halten. Ja, cool. Hatte ich auch noch nie. Ich bin schockiert, dass wirklich keine Nagellacke hier drin sind. Hier ist, glaube ich, wieder ein kleines Compact drin, was wir auch gleich direkt ausprobieren können. Und das ist ein Highlighter. Sieht recht dunkel aus, aber den kann man bestimmt auch schön als Lidschatten benutzen. Und ich nehme jetzt einfach mal meinen fluffigen Highlighter-Pinsel. Geh rein. Ja, ist ein bisschen dunkel für mich. Aber den vielleicht auf dem Auge oder so. Sieht nett aus. Ist jetzt nicht zu doll. Ist, glaube ich, für viele Leute gut. Und den vielleicht so ein bisschen aufs Auge oder so. Swatchen euch einmal ganz kurz. Ja, schön. Cute. Das war die 14, ne? Huh, ein Highlighter zu meinem Geburtstag. Ist das ein Zeichen? Wir haben die 15. Das ist auch, glaube ich, wieder so ein Liquid Eyeshadow. Genau, das ist wieder ein Liquid Eyeshadow, eher in so einem schönen Kupferton. Hier haben wir wieder ein Liquid Lipstick, aber auch wieder in einer anderen Farbe. Also, ich glaube, die beiden Farben, Liquid Lipstick und Lippenstift, sind identisch. Also passen zusammen, dass man immer mal so ein bisschen was auftragen kann und dann wieder, ne, nachapplizieren kann. Ich vermute, hier ist ein Gloss drin, genau, aber in durchsichtig. Und dieses Ding hier, habe ich schon ganz viel von gehört, das ist ein Dupe zu dem Gloss von MAC. MAC hat auch in so einer Quetschtube ein Gloss, Ultra High Shine Gloss, finde ich super. Und das, wenn man so ein bisschen auf artistischere Look steht, das aufs Augenlid gequetscht. Ich habe irgendwas im Auge. Ein Katzenhaar unter der Kontaktlinse. Das aufs Augenlid so gequetscht für so ein richtig krasses artistisches Foto. Fantastisch. Wir haben wieder ein Compact. Und das ist ein Baking Powder in Gelb. Okay. Ich nehme einfach einen anderen Pinsel und wir probieren das mal aus. Das ist so ein zarter Gelbton. Und damit kann man so ein bisschen unter den Augen auffällen. So ganz leicht. Wow. Hat es funktioniert? Ich glaube ja, ne? Süß. Also das sind so Sachen. Ich weiß nicht, ob man sich das selber kaufen würde, aber wenn man es dann drin hat, dann benutzt man es, glaube ich, auch. Dann haben wir einen Lip Liner, auch in einem schönen Nude. Den probieren wir auch gleich aus. Ist noch was drin? Nee. Wir haben einen Eyebrow Pinsel, recht klein, recht süß. Der kommt gleich in meine Pinselschublade. Den werde ich nie wieder finden, weil er recht klein ist, aber so fürs Verreisen oder so ganz gut. Und das Schöne ist, er ist schon recht flach. Also es ist nicht so ein dicker Pinsel, sondern er ist schon wirklich ganz süß. Ich sage euch jetzt nicht mehr die Nummern, weil vor Weihnachten will ich euch nicht die Überraschung wegnehmen. Okay, wir haben hier noch einen Pinsel. Das ist so ein Packing Brush und das finde ich schon wieder gut, wenn der ein bisschen kleiner ist. Denn den kann man nass machen und dann kann man richtig das Pigment hier aufs Auge drücken. Was ist hier drin? Bestimmt ein Gloss. Nein, ein Pinsel. Hätte ich auch benutzen können, hätte ich das mal gewusst. Der ist gut zum Konturieren oder zum Blush auftragen, auch recht klein. Zum Verreisen, glaube ich, eine gute Sache, ne? So kleine Pinsel, ich weiß nicht, reist ihr mit kleinen Pinseln? Dann haben wir noch einen Pinsel. Das ist, ja, keine Ahnung, was das sein soll für ein Pinsel. Der ist ja wirklich extrem lang. Okay. Wir haben einen Spiegel. Ja, sowas mag ich persönlich nicht so. Und dann die 25 und das ist eine Palette und das ist eine wirklich große Palette im selben Format wie diese klassischen günstigeren Revolution Paletten und zwar auch in sehr kühlen Farben und so ein bisschen lila. Ich zeige euch nochmal die andere dazu. Also die sind vom Farbschema sind die ähnlich, die Farben sind aber unterschiedlich. Also das hier ist matt, das ist zum Beispiel ein Schimmerton, sieht extrem spannend aus und ich finde es schön, dass eine große Full-Size Palette drin ist.
Falls euch die gefällt, könnt ihr dann, wenn ihr, weiß ich nicht, über die Feiertage wegfahrt oder so, die Kleine nochmal mitnehmen oder so. Süße Sache. Die Revolution-Paletten sind okay. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen. Kleines Zwischenfazit, während ich meinen Liquid Lipstick auftrage in dem Nude-Ton. Das ist ein Gloss? Oh, okay, ist gar kein Liquid Lipstick. Das ist halt einfach genau meine Lippenfarbe, ne? Kleines Zwischenfazit zu den Produkten. Ich bin tatsächlich echt ein bisschen überrascht, dass wirklich so viele verschiedene Produkte aus verschiedenen Kategorien drin waren und jetzt kein wirkliches Produkt, außer vielleicht diese Pinsel und der Spiegel, für mich persönlich, weil ich aber auch, glaube ich, genug habe davon, gute Sachen dabei, die auch wirklich jeder benutzen kann. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass hier etwas drin war, was niemand benutzen kann. Das Ganze sieht wirklich, wirklich gut aus. Und dieser Liquid Eyeshadow hier, fantastisch. Ich würde vorschlagen, wir schminken doch gleich mal einen Look mit der Palette, oder? Ich habe euch gleich ein kleines Stückchen näher geholt, damit ihr alles sehen könnt. Wir schminken einen Look mit dieser Palette. Ist ganz spannend, denn hier sind drei wirklich matte Töne drin. Einmal das Grau und die beiden Töne hier außen. Und der Rest ist so Schimmer oder Semi-Schimmer. Ich nehme fluffigen Pinsel und gehe als erstes in diesen Ton hier rein und setze mir den in meine Crease. Ja, ist eine klassische Transition Shade, ne? Also ist jetzt... Ich finde die Schimmertöne aber wirklich schön. Also ich swatche euch auch gleich mal ein paar. Nicht schlecht. Ja, Transition Shade halt, ne? Also ich weiß nicht... Ach nee, hier ist noch ein Weiß drin in Matt. Ich weiß nicht, ob man daraus einen kompletten Look machen könnte, so wie man ihn ja so kennt, ne? So drei matte Farben, eine Schimmerfarbe oder zwei Schimmerfarben. Aber ist okay. Ich nehme jetzt nochmal die kleine Palette hier. Verdunkel das Ganze mit diesem Burgunderton. Ich mag diese länglichen Fändchen gar nicht, weil man da einfach nicht so gut reinkommt. Gehe damit so ein bisschen in Richtung Lila. Schön, ich liebe die Farben gerade. Mehr als gedacht. Ich bin ja nicht so die Lila-Maus. Schön, sieht ein bisschen aus, als hätte ich mich geprügelt und eins auf beide Augen bekommen. Aber ich lieb's. Genauso wie Augenentzündung. Ich nehme einen kleinen Pinsel und gehe hier in dieses Dunkle rein. Das ist eher so ein bisschen gräulich. Und das setze ich mich hier außen hin zum Verdunkeln. Sind sehr tragbare Farben, ne? Also ich finde auch so Richtung Silvester schon gedacht. Okay, Freunde, ich weiß, ich bin fernab von Silvester gerade. Nett. Also ist jetzt nicht zu krass, ist nett. Ich nehme jetzt meinen Finger und wir nehmen mal dieses Lila hier. Das finde ich ganz spannend. Fühlt sich gut an. Okay, ist extremely soft. Wir nehmen dieses Gold. Wow. Okay, she's metallic. Nicht schlecht. Das ist die bekannte Make-up Revolution Qualität. Nicht schlechter oder auch nicht besser. Schön. Süßer Look, sehr schlicht, sehr erwachsen. So ein bisschen festlicher. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich liebe blaue Lidschatten. Und lassen sich auch sehr schön swatchen. Generell, Freunde, lasst es euch gesagt sein. Swatches heißen nichts. Heißt nichts. Das ist einmal der Look mit den Make-up Revolution Produkten. Kleines Fazit. Tatsächlich würde ich sagen, ja. Würde ich wirklich sagen, weil auch diese Glosse und diese, also alleine hier wegen so Glossen oder so, die man ja wirklich extrem vielseitig anwenden kann, finde ich eine gute Sache. Eine Lidschattenbase, die hätte ich jetzt auch noch benutzen können. Lidschatten sind schön, kann man glaube ich immer gebrauchen, sehr schlichte Farben, für jeden mit was dabei und hier war wirklich kein Produkt, wo ich sage, nee, das ist für niemanden was. Ich gebe jetzt hier nochmal so ein Liquid Eyeshadow, upsala, hier mit rüber, ja, yes. Ist, glaube ich, für jeden was mit dabei und eine schöne Sache, schöne Produkte, die man mal ausprobieren kann und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Sachen zu testen, weil halt nicht jeden Tag diese Gefahr war so, noch ein Nagellack. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu dem Adventskalender sagt. Falls ihr ihn haben möchtet, er steht einmal unten in der Infobox für euch verlinkt. Mit dem Code solltet ihr 20% sparen. Ich kläre das vorher ab, aber es steht dann in den Informationen unter diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich weiß, es ist sehr, sehr früh dafür. Aber wenn ich es jetzt nicht mache, macht es jemand anderes oder niemand kriegt den Adventskalender. Deswegen würde ich euch einen zauberhaften Abend wünschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Abonniert den Kanal, denn ich darf es nicht sagen. Nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.